Right, so no further laps, please. Please take your starting position. Roman, you can go one more lap. Roman, you can go one more lap. All right. Only German drivers in this main. Kann ich jetzt auf Deutsch reden? Right, I need a marshal on position number 5, please. Marshal on position number 5. Roman fährt. So we need a volunteer marshal. We need a volunteer marshal for position number 5. Okay, danke. Das war mal. Okay, so now we have enough, thanks. Thank you, Bernd. Alright, A-Main 17.5. Drivers ready, corner marshals ready. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Alright, here we go, A-Main 17.5. Very good and decent first couple of laps. Keep it up, guys. Alright, so now we have still Dominik Heile in the lead, followed by Max Körner and Daniel Pühlmann. So the first top three guys, and then it's Thomas Bemmer in fourth. Oh, Daniel Pühlmann with firm problems. So we have Dominik Heile and Max Körner. First attack by Max, showing Dominik that he is willing to overtake. 4 minutes and 15 seconds. Also hier rein deutsche Beteiligung. 11 Fahrer mit der deutschen Flagge unterwegs. Das fliegen vielleicht noch mal kurz in Deutsch. Also vorneweg haben wir nach wie vor Dominik Heile. Dann haben wir Max auf der 2, Thomas auf der 3, Roman auf der 4. Das hier das Dreierpaket, was hinterherkommt, jetzt hier durch die X-Ray-Kurve auf die Gerade rauf. Dadurch kann sich jetzt Dominik Heile vorne ein bisschen absetzen. Die halten sich gegenseitig auf. Ja, ein bisschen weiter von Max. Da muss dann auch Thomas ein bisschen weiter gehen. Schon ist Roman wieder dran. Alles fair hier untereinander. 3 Minuten 40 haben wir noch. Wieder auf die lange Gerade, jetzt lange links und einmal durch die Schikanen durch, erst langsam, dann schnell, so packen wir es. Jetzt kann Max Körner wieder auf Dominik ein bisschen aufschließen, knappe 9 Zehntel bei der letzten Überfahrt. Schauen wir mal, wie es jetzt ausschaut, da kommen die beiden. Also er macht hier gut, hat ihm fast die Hälfte des Vorsprungs wieder abgenommen. Dominik Heile muss jetzt wieder auf die Tube drücken, sonst wird das hier nochmal richtig eng. 3 Minuten 10 haben wir noch, 3 Minutes and 10 Seconds to go. Still Dominik Heile in the lead. Max Körner in second, Thomas Bemmel in third. And also Roman Borschle in fourth position, keeps in distance. Very good and clean racing, heading away, 4 top cars of the rest of the field. Daniel Pühlmann back in 5th position, Henrik in 6th. Dominik Ruf in 7, Felix Schneider in 8, Wolfgang in 9, Niklas in 10. 2 minutes and 30 seconds. Also nach wie vor Dominik Heile in der Führung. Jetzt hier nochmal ins Infield. Kann jetzt die anderen Verfolger so ein bisschen auf Distanz halten. Kann jetzt seinen Vorsprung hier verwalten, kann ihn behaupten. Gut hier durch die Passage gekommen, da kommt er sogar wieder ein bisschen weg. 15 waren es bei der letzten Überfahrt, jetzt sind es 6,5, also Moment genutzt. 2 Minuten und 10 Sekunden haben wir noch. Auch Max Körner kann sich von seinen direkten Verfolgern lösen. Also Thomas und Roman jetzt die eher im Zweikampf um die Position Nummer 3. Müssen jetzt hier aufpassen, dass sie sich nicht gegenseitig rausholen. Wollen natürlich auch immer noch dranbleiben, um hier Chancen zu wahren. Wer weiß, was sie da vorne noch machen. 1,42 haben wir noch.
1:42 für Dominik Reile. Max Körner nach wie vor auf den Fersen, muss sich jetzt aber auch so ein bisschen wieder nach hinten orientieren. Die beiden kommen näher, wenn sie sich in Ruhe lassen. 1:30 to go. So still the fight is on fire for position and number 3 and 4 between Thomas and Roman. Very calm and very easy at the moment for Dominik. Can drive his own style, his own racing line, no pressure from behind, no direct pressure from behind. Same as Max Körner. Very quick in the S section. Ooh. Seconds to go. Still Dominik Reile in the lead. And Max Körner second for the first aim in ATS 17.5. Also die letzten 30 Sekunden brechen jetzt hier so langsam an. Kann es Dominik Reile noch nach Hause fahren? Sieht ganz gut aus bisher. Bleibt so ein bisschen weiter weg von den Curves. Will jetzt hier nichts mehr riskieren. 25 Sekunden haben wir noch. Kriegen wir noch ein oder zwei Runden. Da kommt Dominik. Es werden vermutlich zwei Runden genauso für die Verfolger. 16 Sekunden hat man eben noch auf der Uhr, also jetzt sind es noch 10. Dominik Reile jetzt nochmal durch die X-Ray-Kurve. Achtung, da kommen die Verfolger auch gleich hinterher. Wer ist das? Niklas. 3Ks, danke. Also Zeit ist abgelaufen, letzte Runde für Dominik Reile, um sich hier den ersten Sieg im A-Finale 17,5 zu sichern. Letzten zwei Kurven, da kommt er, nimmt sich den Sieg. Max auf der 2, Thomas auf der 3, Roman auf der 4. Glückwunsch. Glückwunsch ans Podium für diesen Lauf.